Moin Moin aus Hamburg zu Transfermarkt TV. Wir beginnen unsere Sendung heute ja mit der Meldung des Tages. Denn der Bundestrainer Joachim Löw hat sich zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft geäußert und er hat sich dazu entschieden, nicht zurückzutreten, sondern das Team weiterhin zu betreuen. Joachim Löw hatte ja seinen Vertrag vor der WM in Russland bis 2022 verlängert und er möchte diesen Vertrag also erfüllen. Das nächste große Ziel ist dann also der Titel bei der Europameisterschaft 2020. Löw hat gesagt, er möchte nach der enttäuschenden WM den Neuaufbau der Mannschaft gestalten. Tja, was ist eure Reaktion auf diese Meldung? Ein paar erste Eindrücke von euch haben uns schon erreicht und da wollen wir gleich mal reinlesen, was ihr so geschrieben habt. Der Helmut versteht nicht, warum es keine Konsequenzen gibt. Er schreibt, unglaublich, dass weder DFB noch Löw selbst Konsequenzen ziehen. Wenn Löw sich nicht um 180 Grad dreht, dann ist die Mannschaft für mich vorerst gestorben. Und eine weitere Reaktion haben wir von der Verbannte im Forum. Naja, dann wird es wohl dauern, bis Deutschland mal wieder was holt. Bin gespannt, ob er jetzt Werner daheim lässt und dafür wieder Götze mitnimmt. Neue haben sich schließlich nicht gelohnt. Das also die ersten Reaktionen von Transfermarkt-Usern. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eure Kommentare dazu schreiben. Und wir werden natürlich weiter beobachten, wie die Nationalmannschaft sich in den nächsten Wochen und Monaten dann auch bei den neuen Spielen entwickeln wird. Mit dem neuen alten Trainer Joachim Löw. Aber die aktuelle WM läuft ja noch. Und da wollen wir jetzt auf die Achtelfinals von gestern blicken. Im ersten Achtelfinale hat sich Brasilien gegen Mexiko durchgesetzt mit 2:0. Mexiko damit zum 7. Mal in Folge in einem WM-Achtelfinale ausgeschieden. Ganz bitter für die Mittelamerikaner. Dagegen großer Jubel in Brasilien und die Mexikaner enttäuscht. Brasilien ja ein echter Angstgegner. Zum 5. Mal hat Mexiko bei einer WM gegen Brasilien gespielt und nie ist ihnen ein Treffer gelungen. Und gestern Abend gab es dann noch ein richtig spannendes Spiel. Belgien gegen Japan. Das war gerade in der zweiten Halbzeit richtig klasse. Die Japaner führten 2:0, aber am Ende setzte sich dann doch der große Favorit Belgien durch. Der entscheidende Treffer, das 3:2, fiel in der 94. Minute. Jubel nicht nur im Stadion bei den belgischen Fans, sondern auch in der Heimat, in Brüssel. Und Belgien damit im Viertelfinale gegen Brasilien. Und sie haben was ganz Außergewöhnliches geschafft gestern Abend, nämlich ein 0:2 binnen 90 Minuten in einen Sieg gedreht. Das schaffte zuvor bei einer WM Portugal 1966 in einer K.O.-Runde. Neymar und Roberto Firmino haben gestern die beiden Tore für Brasilien erzielt im Achtelfinale gegen Mexiko. Das waren die WM-Treffer 227 und 228 für die Seleção. Und Brasilien ist damit der alleinige Torrekordhalter bei WM-Turnieren. Schauen wir in unserer Top 5 mal auf die weiteren Nationen dahinter. Die Nation, die am fünfthäufigsten getroffen hat bei WM-Turnieren, ist Frankreich. 14 Mal teilgenommen, 63 Spiele, insgesamt 113 Tore für die Equipe Tricolore. Auf der 4 haben wir Italien mit 128 Toren bei 18 Teilnahmen, insgesamt 83 Spiele. Und obwohl Argentinien weniger häufig bei WMs teilgenommen hat, haben sie mehr Tore erzielt, nämlich 137. Nur 17 Mal teilgenommen, 81 Spiele. Auf der 2 Deutschland mit 19 WM-Teilnahmen. Momentan übrigens Deutschland die Nation mit den meisten WM-Spielen. Insgesamt 226 Tore und zwei mehr hat eben Brasilien. Könnten auch noch Spielen im Viertelfinale mit den Deutschen gleichziehen. Also ganz oben die Seleção, dann die Deutschen. Argentinien auf 3, Italien auf der 4 und auf der 5 Frankreich. Wir erleben derzeit eine sehr schwungvolle Phase auf dem Transfermarkt. Viele, viele Wechsel, die als fix vermeldet werden. Und deswegen haben wir auch heute einiges für euch im Angebot. Und starten mal in der Bundesliga. Für viele von euch wird das nichts Neues sein, aber jetzt ist es offiziell. Sokratis wechselt von Borussia Dortmund zum FC Arsenal. Die Ablöse soll bei 19 Millionen Euro liegen. Damit wäre der griechische Nationalspieler der teuerste Defensivabgang des BVB nach Mats Hummels.
Eintracht Frankfurt hat einen möglichen Ersatzmann für Omar Mascarell gefunden. Laut der spanischen Marca wechselt Lucas Toro vom spanischen Zweitligisten Osasuna nach Frankfurt und erhält bei den Hessen einen 5-Jahres-Vertrag. Die Eintracht zog beim zentralen Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel über 1,75 Millionen Euro. Nachdem seine Leihe zur TSG Hoffenheim vorzeitig beendet wurde, hat Felix Paslak bereits einen neuen Verein gefunden. Er wird vom BVB für die kommende Saison an den englischen Zweitligisten Norwich City ausgeliehen. Die Canaries werden derzeit von Paslaks ehemaligem U23-Coach Daniel Farke trainiert. Und das Torwarttalent Alban Lafont wechselt vom FC Toulouse in die Serie A zum AC Florenz. Der französische Junioren-Nationalkeeper, der in Burkina Faso geboren wurde, unterschrieb bei den Italienern einen 5-Jahres-Vertrag. Sein alter Verein erhält für den Transfer 8,5 Millionen Euro. Und wir wollen auch auf einige Transfers schauen, die ablösefrei über die Bühne gegangen sind und beginnen in Italien. Der AC Mailand hat seine ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Die Routiniers Pepe Reina und Ivan Strinic erhalten jeweils einen Vertrag bis 2021 und kommen ablösefrei. Torwart Reina von der SSC Neapel und Linksverteidiger Strinic von Sampdoria Genua. Kwadwo Asamoah wechselt nach 5 Jahren bei Juventus Turin ablösefrei zu Inter Mailand. Der 29-jährige Linksverteidiger aus Ghana hat derzeit einen Marktwert von 14 Millionen Euro und unterschreibt bei den Nerazzurri einen Vertrag bis 2021. Und der nächste ablösefreie Transfer kommt bei Inter gleich hinterher. Innenverteidiger Stefan de Vrij kommt von Lazio Rom und soll die Defensive verstärken. Der niederländische Nationalspieler, der bei Feyenoord Rotterdam ausgebildet wurde, bindet sich bis 2023 an seinen neuen Club. Und der Spanier Gabi wechselt zum Ende seiner Karriere vom Herzensclub Atletico Madrid zum SC Al-Sadd nach Katar. Der 34-Jährige erhält laut Medienberichten 6 Millionen Euro Gehalt pro Jahr und unterschreibt bis 2020. Er trifft bei seinem neuen Club unter anderem auf die Barca-Legende Xavi. Also das sind schon einige Spieler, die jetzt auch wieder ablösefrei den Verein gewechselt haben. Das sind nicht die einzigen, die das diesen Sommer schon getan haben. Deswegen haben wir für euch mal eine Top 11 zusammengestellt von ablösefreien Wechseln. Und wir haben uns dabei an den Marktwerten orientiert und schauen wir mal drauf, was da für eine Elf zusammenkommt. Im Tor Rui Patricio, Ex-Sporting Club de Portugal, bald Wolverhampton Wanderers. Viererkette Kwadwo Asamoah und Stefan de Vrij, über die wir eben gesprochen haben. Dazu Ivan Marcano, der zur AS Roma wechselt und Leo Dubois von Olympique Lyon, beziehungsweise ab der kommenden Saison. Im zentralen Mittelfeld haben wir dann die beiden deutschen Nationalspieler Leon Goretzka und Emre Can. Auf den Außenbahnen Andres Iniesta, der nach Japan geht, und Jonathan Bamba. Und vorne im Sturm Facundo Ferreira und Marc Uth. Also das ist dann doch schon eine qualitativ hochwertige Elf. Gesamtmarktwert 203 Millionen Euro. Und auch in der Transfermarkt-Gerüchteküche ist derzeit einiges los. Wir starten mal mit Kevin Prinz Boateng. Der soll laut der Bild nach nur einem Jahr bei Eintracht Frankfurt schon wieder vor dem Absprung stehen. Der 31-Jährige wird mit dem italienischen Erstligisten US Sassuolo in Verbindung gebracht. Und das Ganze ist wirklich sehr wahrscheinlich. Der Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, Bruno Hübner, hat das Ganze schon bestätigt, obwohl es noch nicht wirklich fix ist. Aber der gebürtige Berliner möchte einfach mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und die lebt in Mailand. Der dänische WM-Teilnehmer Yusuf Paulsen von RB Leipzig steht im Fokus gleich mehrerer Premier League-Clubs. Der 24-jährige Offensivmann soll laut Calcio Mercato nicht nur bei West Ham und Newcastle United, sondern auch beim FC Everton auf dem Zettel stehen. Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2021. Laut dem Magazin France Football soll RB Leipzig wiederum starkes Interesse an einem jungen Rechtsverteidiger haben. Ronael Pierre Gabriel heißt der Mann, über den spekuliert wird. Er ist erst 20 Jahre alt, gilt als eines der vielversprechendsten Defensivtalente Frankreichs und spielt in der Ligue 1 bei der AS Saint-Étienne. Allerdings haben die Leipziger diesen Sommer mit Marcelo Saracchi und Nordi Mukiele bereits 2 Außenverteidiger verpflichtet. Riyad Mahrez könnte in diesem Sommer im zweiten Anlauf zu Manchester City wechseln. Darüber spekuliert der englische Mirror. Schon im letzten Winter wollten die Sky Blues den Algerier von den Foxes loseisen, scheuten sich aber, die geforderten 90 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen. Und laut übereinstimmenden Medienberichten steht der deutsche Innenverteidiger Julian Chabot von Sparta Rotterdam vor einem Wechsel zum FC Ingolstadt. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison aus der Eredivisie abgestiegen. Die Ablöse soll knapp über 1 Million Euro liegen.
Nachwuchsmann Jake Clark-Salter wird für die kommende Saison vom FC Chelsea in die holländische Eredivisie an Vitesse Arnhem ausgeliehen. Clark-Salter ist 20 Jahre alt und ein Innenverteidiger und er ist tatsächlich der 25. Spieler, der vom FC Chelsea an Vitesse Arnhem verliehen wird. Die beiden Vereine pflegen ja seit Jahren eine Kooperation. Junge Spieler bekommen dann in der Eredivisie eben die Möglichkeit, sich auf sehr gutem Niveau zu entwickeln, Spielpraxis zu sammeln und das hat in einigen Fällen schon richtig gut funktioniert. Schauen wir mal auf die besten Beispiele von Spielern, die bei Vitesse leihweise gespielt haben. Nemanja Matic, der serbische Nationalspieler, spielte in der Saison 10-11 bei Vitesse. Er ist bisher der Einzige, der in die absolute Weltspitze vorgedrungen ist. Sein aktueller Marktwert liegt bei 40 Millionen Euro. Schauen wir auf Bertrand Traoré, Nationalspieler Burkina Fasos. Er spielte in der Saison 14-15 für Vitesse und erreichte in der Folge seiner Karriere immerhin das Europa-League-Finale mit Ajax Amsterdam. Aktuell spielt er bei Olympique Lyon. Und in der vergangenen Saison hat der junge Engländer Mason Mount richtig auf sich aufmerksam gemacht. Offensiver Mittelfeldspieler, ganz starke letzte Saison gespielt. Er führte Vitesse in die Europa League Quali und momentan ist er zunächst einmal wieder zurückgekehrt zum FC Chelsea in die hauseigene U23. Er hat viele, viele Tore vorbereitet, einige auch selbst erzielt. Also es gibt gute Vorbilder für Jake Clark-Salter. Wir wünschen ihm und seiner Entwicklung bei Vitesse viel Glück und Erfolg. Und zum Abschluss unserer Sendung möchten wir noch einmal auf diesen Mason Mount blicken, der das wirklich toll gemacht hat bei Vitesse und bei dem ich wirklich gespannt bin, ob der vielleicht auch in diesem Sommer schon einen neuen Verein finden wird. Könnte ich mir gut vorstellen. 13 Tore und 10 Vorlagen für Vitesse in der abgelaufenen Saison. Da gibt es jetzt noch ein paar Tore für euch zu sehen. Ansonsten bis morgen. Tschüss.